bei mir wird gehäkelt. Und zwar meine neueste Idee, was Süßes, Feines, Kleines. Einfach und simpel gemacht mit Häkel, Schrift, in Wort und in Bild. Ich erkläre alles ganz genau mit Tipps und Tricks. Und es geht wirklich einfach. Und wenn du noch mehr von mir kennenlernen möchtest, ich bin Kerstin von Kreativ und es reicht die Kika-Plauderei. Dann geh doch mal auf meine Startseite, steht oben Playlist. Und wenn man die anklickt, kommt man sozusagen in meine Bibliothek. Und dann findet man alles, was ich bis jetzt so gemacht habe. Nicht nur häkeln, stricken, nähen, basteln, basteln für und mit Kinder, Beton und Edelrost und kochen, besondere Rezepte. Für jeden Monat des Jahres was ganz Besonderes für drinnen, für draußen, Blumenwerkstatt, für Kinder, für Haustiere und. Einfach mal reinschauen und vielleicht sich inspirieren lassen. Mich würde's freuen. So, was brauchen wir? Am besten eine Baumwolle, gern mit einem Glitzerfaden für eine Häkelnadel 2 bis 3. Nimmst du eine dicke Wolle, was natürlich auch geht, entsprechend die Häkelnadel bitte. Dann wird es halt größer, was gar nichts macht. Holzperlen in der passenden Größe, mit einem schönen Loch und die passende Häkelnadel. Dann fangen wir an. Wir lassen den Faden etwas länger hängen. Und machen dann 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, die wir mit einer Kettmasche oder einer Öse zu so einem kleinen Ring machen. Dann machen wir 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und dann machen wir 7 Stäbchen, 1, 2, 3, also 7 Stäbchen, 3 Luftmaschen. Und wieder 7 Stäbchen in den Ring hinein und schließen das mit einer Kettmasche. Das ist die erste Reihe. Nochmal zum besseren Verstehen. Also 7 Stäbchen, dann 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und wieder 7 Stäbchen, dass wir die Blattflügelform bekommen. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Das ist immer die Grundform. Die erste Reihe bleibt gleich, egal in welcher Größe man es häkelt. Kettmasche verschließen. Grundform. Jetzt brauchen wir, das ist das größere jetzt da, 3 Luftmaschen. 2 Luftmaschen und dann 8 feste Maschen, 1, 2, 3, in die 4, 2 Stück, 1, 2, 7, 8. Beim großen habe ich jetzt ja schon mal 2 Blätter fertig gehäkelt. Dazwischen sind dann hier 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen 4 Maschen zurück, machen eine feste Masche oder eine Kettmasche, wie du möchtest. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann machen wir 7 Stäbchen hinein in diesen Ring, 3 Luftmaschen und nochmal 7 Stäbchen und das wäre die erste Reihe. Also 7 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 7 Stäbchen, Kettmasche, erste Reihe, fertig. So, Kettmasche in die oberste Luftmasche der vorangegangenen Reihe,
wieder 3 Luftmaschen und dann bis zu den Aussparungen von den 3 Luftmaschen hier oben in jedes Stäbchen 2 Stäbchen. 1, 2. 1, 2. Und dann in die Aussparung bei den 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Das kommt komplett hier in diese Ausbuchtung rein und dann in jede der vorangegangenen Stäbchen, 2 Stäbchen, wie wir das hier auf der Seite auch machen. Und danach wieder mit einer Kettmasche schließen. Und dann gibt das so ein schönes großes Blatt und bei mir ist es das dritte Blatt. Und wenn das eine Ranke hätte geben sollen, dann werden natürlich die Zwischenräume mit den Luftmaschen größer, so wie du das gut findest. Und damit man ja auch die Ranke gut sieht. So, und jetzt da, wie gesagt, jetzt 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen, 1 rausgerutscht, 2, 3, dann nochmal 3 Stäbchen rein und dann zum Schluss in jedes der vorangegangenen Stäbchen 2 und das wäre die zweite Reihe. So, wir sind jetzt hier, wir machen 2 Luftmaschen und dann 3-mal eine einzelne feste Masche, dann in die vierte 2 feste Maschen, dann wieder 3 einzelne, 2 in eine, bis wir zu den 3 Luftmaschen kommen. Und in die 3 Luftmaschen kommen 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und der Rest der Reihe ist wieder 3-mal eine, dann 2 in eine feste Masche, in ein Stäbchen, 3-mal eine feste Maschen und 2. Wie gesagt, Anfang 2 Luftmaschen, 1, 2, dann 3 einzelne feste Maschen, 1, 2, 3, in die vierte immer 2, 1, 2, dann wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, in die vierte 2, 1, 2, dann wieder 1, 2, 3 und dann hier oben in die Aussparung 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und dann geht es auf der anderen Seite wie hier auch, 3 einzelne feste Maschen und in die vierte 2. So, die 3 Blätter sind jetzt fertig und dann werden sie zusammengehäkelt. Erstmal 2 Stück zusammengenommen und mit 2, 3 festen Maschen oben fixiert. So, dann habe ich 2 zusammen. Und dann nehme ich mir das dritte und lege das schön hier in die Ecke hinein, auch mit der Mitte. Und dann fixiere ich das auch wieder mit 2, 3 festen Maschen, wenn es durchgehen will. Und habe dann, ich zeige es gleich nochmal, habe dann hier oben so eine Verkreuzung. Ne? So, dann hängen die schön zusammen. Es muss wirklich gut fixiert werden. Und das ist das A und O da dabei. So, dann sind sie zusammen. Oh, noch eine. Dass es dann schön in der Mitte ist. Die letzte feste Masche muss komplett in der Mitte sein. Jetzt 40 bis 50 Luftmaschen. Kommt drauf an, wie lang der Aufhänger sein soll. 40 bis 50 Luftmaschen.
So, wenn ich die Luftmaschen habe, gehe ich dann wieder zurück. Ich mache eine Schlaufe oder einen Kreis. Ich mache eine feste Masche. Und noch eine in die Blätter schön hinein. Da, wo wir zusammengehäkelt haben. So, und dann ein Trick. Ich mache jetzt schon mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6 feste Maschen. Zieh mir die Schlaufe länger, nimm die Kugel, geh mit der Häkelnadel durch, häng das ein, zieh es durch. Der Kopf ist drauf. So, und jetzt habe ich ja schon mal hier die Luftmaschen gemacht. Hier oben gut ziehen. Und jetzt brauchst du so viele Luftmaschen, weil jeder unterschiedlich fest häkelt, dass die Luftmaschen hier oben an die Öse gut dran passen. Also ich glaube, ich brauche jetzt noch 3 Stück. 1, 2, 3. Jetzt habe ich so 9 bis 10. Komme ich gut hin? Ja. So, und dann mache ich hier oben in die Luftmasche wirklich richtig gut ziehen. Dann hier durch. Eine Kettmasche und fixiere das. So. Dann habe ich stramm da hinten die Luftmaschen. So, und in diese Luftmaschen, wie gesagt, bei mir sind es 10 Stück, kommen jetzt 20 feste Maschen. Einfach immer unten drunter, 2, 3, also 20 feste Maschen. Und das machen wir jetzt erstmal. So, die Luftmaschen, die festen Maschen, die wir jetzt gerade gehäkelt haben, 20 Stück, du kannst auch 22 machen, wenn es nicht schließt, und dann schön hoch drücken. Also hier unten sind keine und hier oben schon. So, und dann gehen wir und verschließen die erste und die letzte der festen Maschen mit einer Kettmasche oder einer festen Masche, dass wir so einen kleinen Kreis kriegen auf dem Hinterkopf. Schön zusammenziehen und dann in jede feste Masche, also erstmal 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, in jede der festen Maschen 2 bis 3 Stäbchen. Warum 2 bis 3? Weil ich nicht weiß, wie fest oder locker du häkelst und wir müssen ja eine Kappe kriegen. Dann musst du gucken, schließt das schön um die Holzkugel oder nicht. Also ausprobieren jetzt 2 Stäbchen in eine feste Masche oder gar 3. Wenn du gleich 3 machst, dann gibt es halt eine lockere Kappe, eher wie so ein Hütchen. So, jetzt wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt eine Reihe Stäbchen rundherum. Du musst schauen, ob es dann drauf passt. Wenn es ein bisschen zu eng wird, so alle 5, 6 Maschen mal vielleicht 2 Stäbchen in eine. Ich häkel locker. Ich komme jetzt rum mit in jede Masche 1 Stäbchen. Das Band wird nachher, oder kann man jetzt auch schon, einfach durch den Hinterkopf, durch die Lasche gezogen. Jetzt deutet sich die Kappe schon an. Wie gesagt, jetzt eine Reihe Stäbchen. So, bei mir passt es jetzt wirklich gut rein. Du kannst jetzt noch eine Reihe feste Maschen drumherum machen. Wenn es zu locker ist, einfach mal nochmal 2 zusammenhäkeln. Das geht einfach so. Du machst am Anfang eine Luftmasche und dann gehst du in die erste hinein, in die zweite hinein und holst dir eine Öse und ziehst zusammen. Und das kannst du dann ab und zu nochmal machen, bis es perfekt passt, wenn du das möchtest. Also eine Reihe feste Maschen
und dann den Faden richtig großzügig abschneiden, durch die letzte Schlaufe ziehen und dann wird das hier unten drunter noch mal ein bisschen vernäht, dass die Kappe wirklich richtig sitzt. So, den Faden jetzt echt durch die letzte Öse ziehen, auf eine große Nadel fädeln. Wenn du jetzt noch Zöpfchen haben willst, müssen die Zöpfchen erst dran, bevor vernäht wird. Und ansonsten gehst du mit der Nadel hier runter, hoch, runter, hoch, runter. Also das kann ich schon mal machen. Also einfach durchs Gehäkelte durch, so dass man es nicht sieht. Hoch, runter. Und zieht das unten zusammen am Hals. Geht hier nochmal durch und vernäht das mit der anderen Seite dann noch. Und da nochmal, dass das richtig stramm sitzt. Außer du möchtest jetzt noch Zöpfchen haben, die kämen jetzt erst rein, die werden hier oben dran einfach fixiert. So, ich habe jetzt Goldton, Braunton und guck, wie lang sollen die Haare werden. Ich will es ja noch flechten. Und die beiden Zöpfe werden in einem gemacht. Dann mache ich mir das doppelt. So dick, wie die werden sollen. Das entscheidet jeder selber. So, noch einmal. Abschneiden. Dann fixiere ich mir die oben schon. Das wäre dann das Ende von dem einen Zopf. Ich flechte sie am einen. Verknote mir. Du kannst auch gleich einen oben Knoten reinmachen. Ich mache es lieber so. So, dann schneide ich mir das hier unten auf und flechte die ganz normal durch. Drei Stränge. Und flechte die locker. Ja, schön ordentlich. Ich bin jetzt nur ein bisschen schnell, das Video nicht wieder so lang wird. So, und dann flechte ich mir die und fixiere sie am Ende dann. Und dann werden sie einfach in der Mitte oben reingebunden oder festgenäht. Das zeige ich dann aber nochmal. So, ist fertig geflochten, fixiert, oben einfach nur ein Band drauf rangeknotet. Und wenn man eventuell noch einen Pony haben will, dann kann man sich noch mal ein bisschen Wolle nehmen, in der gleichen Länge wickeln, um die Finger rum, um ein Gläschen oder sonstiges. Ja. So, und dann kann man das zusammennehmen, hier oben drauf noch binden. Die werden dann noch aufgeschnitten, aber das mache ich dann immer erst, nachdem ich es in der Kappe fixiert habe, wenn man das überhaupt mag. Das ist jetzt nur so eine Erweiterung. Und dann gehe ich hier hinein, ziehe mir das richtig raus und binde es dann fest und dann kann man es auch noch mal festkleben, Heißkleber, Silikonkleber. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Und das ist dann immer lang. Dann heißt es immer, warum so lange Videos? Ja, es muss doch gezeigt werden, sonst funktioniert es doch nicht. Und ein bisschen ordentlich soll es auch im Video aussehen. Man sieht ja jetzt, es ist wieder ein bisschen verknuddelt. So, jetzt Zöpfe ordentlich hingelegt, Pony nach vorne, Kappe drauf, die kann man auch festkleben. Und dann wird die Frisur noch ein bisschen festgemacht. Ne? Fixiert, gemacht, getan, aufgeschnitten, so wie wir das möchten. Da vorne nähe ich das noch so mal zu mit dem Restfaden.
Kann man da noch was dranhängen? So, dann die Zöpfe. Ja, vielleicht sind sie manchen zu lang. Dann kann man es ja ändern. Und Gesicht malen, wie man möchte. Ich habe euch da schon ein extra Video gezeigt mit verschiedenen Gesichtern. Ich male die immer selber, warum auch nicht. Und da braucht man eigentlich wirklich keine Kugeln mit Gesichter kaufen. Sommersprossen reinbringen. Nee, ist hier nur ein bisschen. So. Und dann mache ich immer ganz gern, ich nehme meinen Lidschatten, einen festen Pinsel und mache noch solche Bäckchen. Das bringt gleich Farbe rein und dann habe ich was. Und wie gesagt, die Haare werden ein bisschen festkleben. Und fertig gestalten. Und so geht das mit den Gesichtern in jeder Größe und jeder Art. Und dann sage ich herzlichen Dank, toll, dass du da war. Ach, noch ein Tipp, die Blätter noch mal ein bisschen hier rollen. Gerade ziehen und unten zwischen den Fingern rollen. Und dann sage ich wirklich tschüss. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.